Weil Duna, wir wollen doch irgendwann nach Duna. So, jetzt haben wir aber erstmal noch 118 Forschungspunkte, damit kommen wir nicht nach Duna. So, wir gucken jetzt mal, wie groß der Gerät eigentlich ist, der Gerät, der wir gerade erforscht haben. Ich habe außerdem die Befürchtung, dass es nicht ganz klein sein wird. Die Frage ist jetzt halt, was mit nicht ganz klein so zutrifft in dem Falle. Schön wäre es natürlich, wenn wir es zumindest auf einer Rakete bauen können. Heavy Command Module. Okay, mal zum Vergleich. Ja, ist schon ein bisschen größer, ne? Bisschen. Verdammt, haben wir da überhaupt schon Tanks für? Die mit sowas umgehen können? Nicht wirklich. Holla, die Waldfee. Ja gut, gucken wir doch mal. Schön ist ja anders. So, zack. War das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben groß, aber wir gucken trotzdem mal weiter. So, Diogo, vielen Dank für dein Follow. Und ja gut, das machen wir mal lieber nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was das hier am Mond bedeutet. Wir wollen zum Moon. Dann haben wir eine Thrust-Weight-Ratio von 2,26 und 5000 irgendwas Milliarden Delta V. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber vielleicht nehmen wir irgendwas Kleineres. Ehrlich gesagt, ist mir das ein bisschen zu groß. Vielleicht nehmen wir doch eher was in die Richtung hier. Also, ich bin ja ein. Aber das kann man nicht scalen. Ehrlich nicht? Oder scalt ja gerade nur einfach prinzipiell irgendwie alles nicht? Hallo? Der nimmt den Knopf da nicht an. Kleiner ist okay, größer nicht. Hä? Du sollst aber auch größer skalieren, mein Junge. Okay, nochmal von vorn. Also. Heavy Command Module. Groß. Dankeschön. Zack. 3164 Delta V. Jetzt gucken wir mal nochmal mit dem hier. Wie viel Thrust Weight haben wir da noch? 174 ist mir ein bisschen wenig. Da würde ich dann doch schon zu dem hier tendieren. So, Los Beinos, bitte. Ich stelle schon mal die Yin-Frage. Willst du damit nach Jol? Ja, ich weiß, aber damit kann ich ja dann auch den Transfer fliegen oder so. Ich muss ja da nicht mehr viel ranbauen. Redet mir nicht immer wegen solchen Sachen so ins Gewissen. Das trifft mich doch auch. Ich gebe mir doch Mühe, sparsam zu sein, aber geht einfach nicht. Damit nach Jol. Ihr müsst ja auch bedenken, ich muss ja auf dem Mond landen. Ich glaube, das sind so. Boah, wo ist mein Delta-V-Chart? Sekunde bitte. 640 Delta-Vs. Das muss ich natürlich nach oben auch wieder machen. Das sind 8280 Delta-V. Und dann, wenn ich den Transfer hin und zurück fliege, sind das nochmal 2000 Delta-Vs. Also ist schon völlig gerechtfertigt. Völlig gerechtfertigt. Nachfüllsprit für die Fuelzelle mitnehmen. Nee, ich verlasse die Moonbase Alpha komplett. Also ich habe auch nicht vor, dass die Moonbase Alpha weiter betrieben wird, sondern ich hole die Besatzung ab und wir lassen die Moonbase Alpha so wie sie ist zurück und werden sie auch nicht wieder mit Personal besetzen. Das ist ja witzig. Eine Datenkamera. Take Photographs, Science Experiment. Das ist witzig. Die könnten wir mitnehmen. Heat Shield. Das ist ein völlig valides Argument, ein Heat Shield mitzunehmen. Sollten wir tun. Ja, bin ich bei euch. Heat Shields helfen zu überleben. Zack, 3,75 Liter Heat Shield und ich hoffe, ich habe einen Decoupler, den ich resizen kann. Und der Hannes, vielen Dank für dein Follow und willkommen.
viel Spaß beim Zuschauen. So, kann man den auch scannen? Hier kann man alles scalen, alles ist super. Zack. So, jetzt haben wir gar keine Delta wie mehr. Jetzt habt ihr den Salat. So, zack. 2400 Delta wie ist immer noch okay. Damit kommen wir auf jeden Fall noch zurück. Landescheinwerfer. Stimmt, wir kommen in der Nacht rein. Wir kommen ja tatsächlich in der Nacht rein. Da sollte man ein bisschen Scheinwerfer mitbringen. Wir nehmen zwei Stück mit. Und zwar für die Seite, wo... nicht unsere Leitern sein werden. So, ja, und jetzt habe ich es ja schon gespoilert. Leitern gibt es natürlich auch noch. Mal gucken. Bis da. Und dann müssen wir nochmal eine bis hier machen. Zack, zack. Das passt. Sehr schön. Machen wir die ein bisschen überlappend. Genug Platz haben wir ja. So, und dann kann man hier in einem Fluss hochtapern. So. Ich stelle das mal kurz so ab, wie es soll. Das sieht voll professionell mondlandemäßig aus, ne? Wie als ob ich so eine echte Mondlandefähre gebaut hätte. So, Strom werden wir an dem Ding wahrscheinlich auch noch abartig viel brauchen. Vermute ich zumindest mal. Das machen wir gleich noch. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier irgendwie einen Fallschirm oben drauf packen, der uns alle retten wird. Kann man das skalieren? Oh Gott, so große Fallschirme habe ich überhaupt nicht. Kann man dich skalieren? Ja, allerdings bist du ein Stock-Fallschirm. Du machst mir ein bisschen Angst. So, so hätten wir einen Fallschirm. Du weißt ja gar nicht, Ladengu, du weißt ja gar nicht, von wo ich meinen Re-Entry machen will. Vielleicht stürze ich mich ja direkt aus einer Mondumlaufbahn rein und dann brauche ich ganz viel Ablater. So. Vertrauen wir dem Ding? Die Real Shoots kann ich nicht scalen. Warum geht das mit dem Klicken heute so doof? Was ist denn hier los? Ich muss wohl oder übel den nehmen, aber ich glaube, wir machen einen kurzen Flugtest einmal, um zu gucken, ob das funktioniert. Bevor wir irgendjemanden umbringen. So. Ach du Heilige, da haben sie auch schon wieder alle reingeschlichen. Sogar ich sitze drin. So, unser geliebter Testpilot Jebediah wird das natürlich übernehmen. Professionell wie er ist. Jetzt müssen wir nur einmal gucken. Unsere Trust-Weight-Ratio wird wahrscheinlich auf Körben nicht besonders genial sein. Ja, und Atmospheric ist hier noch viel beschissener. Okay, Moon Return Craft. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir sparen uns nämlich den ganzen Kram da drunter. Zack, Moon Return Craft kurz mal gespeichert. Zack. Das ist soweit alles okayisch. Ne, das war eins zu viel. Ich wollte eigentlich nur das Triebwerk, aber ist egal. Wir machen es jetzt so. Wir brauchen einfach nur einen kleinen Tank, den wir ein kleines bisschen größer machen und dann machen wir da einen vernünftigen Motor drunter, der uns auch irgendwo hinbringt. Atmospheric 206, jawohl. 1700 Delta V reicht, dass wir mal einen Absturz testen können. Und ich habe ablatermäßig 1800. Jetzt geht es aber erstmal darum, dass wir einmal testen, ob die Kiste... auch mit dem Fallschirm abgefangen wird oder ob wir stumpf drauf gehen. Zack, zack, zack. So, mehr wird nicht getestet. Es ist hoffentlich weiterhin nur Jebediah drin. Jawohl, das heißt, wir machen jetzt mal einen klitzekleinen Testflug draußen, bringen die Kiste kurz auf Höhe und
werden dann versuchen, ob der Fallschirm so funktioniert, wie wir uns das denken, weil die Kapsel ist schon ziemlich schwer, das muss man der Fairness halber dazu sagen. Und damit sollten wir einmal gucken, ob der Fallschirm, wenn er hochskaliert ist, nach unserem kleinen Touristenunfall tatsächlich die Möglichkeit hat, uns aufzuhalten. So, und Elihu 2002, danke auch, oder Elihu, danke für den Follow, viel Spaß beim Zuschauen. Zack, oh nein, was tust du? Warum hüpfst du, du verdammte Kapsel? Warum hüpfst du? Wer hat dir das erlaubt? Okay, ich baue eine Startvorrichtung an. Keiner hat die Absicht, mit dieser Kapsel zu hüpfen. Na, ich wollte auch gar keine Beine ran. Ich wollte kurz auf dem Triebwerk stehen und einfach starten, aber. Was? Nimm den Probe Core? Hier wird nicht mit Probe Cores getestet. Jebediah testet das. Dafür haben wir Jebediah. Jebediah macht nämlich dann einen Absprung, wenn das nicht funktioniert, und rettet sich mit dem Jetpack. So. Irgendwie sowas. Aber ich muss da jetzt eine Startvorrichtung trotzdem ranbauen. So, jetzt aber. Zwei links. So. Nee, ich glaube, ich habe keine Fallschirme fürs Inventar. Sowas wurde hier nicht gedacht. So, jetzt aber. Testflug 2.0. Jebediah, übernehmen Sie. Ach, Fallschirme für Jebediah, ich bitte euch. Es ist Jebediah, der springt einfach überm Wasser ab und bremst sich mit dem Jetpack. Oder so. Außerdem passiert da nichts, das wird alles funktionieren. Glaubt mir. Glaubt mir. Reed, vielen Dank für dein Follow. Viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt warten wir mal, dass das hier alles geladen hat. Sehr schön, Dankeschön. So, wir machen auch schon mal die Infogeschichten fertig. Nämlich, wir würden gerne deployen bei, wir machen ja jetzt einen Flugtest. Geh gerne schon mal bei 6000 Meter auf. Zack. Und wir wollen den Pre-Deploy bei 2000 Meter machen. Einfach den Full-Deploy bei 2000 Meter machen. Zack. So, scharf machen wir den natürlich noch nicht, sonst würde er jetzt aufgehen. Und wir starten jetzt erstmal. Und machen sicherlich auch keinen EFA-Report. Aber wir gucken uns den Kram mal von innen an. Hat ja jeder sein eigenes Abteil, oder was? Da drüben könnten die anderen sitzen. Ah, hier hat jeder sein Fensterchen. Schön. Das ist bestimmt cool, wenn die da alle drin sitzen. So, wir pumpen das Ding jetzt einfach mal so weit senkrecht nach oben. Weil senkrecht ist auch so der schlimmste Vektor eigentlich, wie ein Fallschirm zurückkommen kann. Weil da der Boden halt unheimlich schnell nahe kommt. Ja, Glücksflossen, Schnickschnack. Und wir gehen ganz leicht in östliche Richtung. Leicht, habe ich gesagt, Jeb. Leicht. Damit wir auf jeden Fall ins Wasser fallen. Dann, falls irgendwas schief geht, hat Jeb dann eine ganz faire Chance zu überleben. So, wir sind auf 23 Kilometer Höhe. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Tanja hat den zweiten Monat Subscription dagelassen. Vielen lieben Dank und auch dir viel Spaß mit dem Kürbel-Smiley. Benutzt das Kürbel-Smiley. Los, tu es. Benutzt einfach jetzt das Kürbel-Smiley. Du weißt, dass du es benutzen möchtest. Ja, so, wir sind im Weltall draußen tatsächlich sogar. Das ist ja gar nicht schlecht. Gut, und jetzt können wir mal zweierlei Dinge testen. Nämlich einmal, das dazu decoupeln. Das braucht nämlich keiner mehr. Und das da scharf zu machen. Das brauchen wir nämlich hoffentlich noch ein bisschen. Und jetzt harren wir mal der Dinge, die da kommen. Und gucken uns mal an. Erstmal, wie diese Kapsel überhaupt. Also, Supplies sind da keine drin, aber guck mal, wenn man alleine da drin sitzt, hat man schon mal Habitation von 44 Tagen. Das ist echt ordentlich.
Und man kann auch noch Live-Support anmachen, was nichts daran ändert, dass ich verhungere, weil ich halt nichts zu essen dabei habe. Und wenn man nichts hat, kann man auch nichts recyceln. So, yay! Kürbelsmileys! So, sehr schön. Und jetzt einmal kurz rausgezeitraffert aus der Atmosphäre. Dann gehen wir weit nach oben. Und dann geht es hoffentlich weit nach unten. Und wir testen jetzt auch gleich mal, wie der sich eigentlich aerodynamisch verhält, indem wir SAS ausmachen. Einfach mal gucken. Also meine Unterstellung ist, dass der sich sauber in den Wind legt. Und dann hoffentlich auch vernünftig bremst. Wir werden es sehen. Also er dreht sich schon mal auf jeden Fall auf den Retro zu. Das sieht gut aus. So, jetzt kommt der spannende Part. Also um den Hitzeschild mache ich mir noch relativ wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Na? Ja gut, aber nach dem Surface Retro ist er relativ sauber ausgerichtet. Spannend wird tatsächlich der Fallschirm und wir kommen jetzt zwar nicht so schnell raus wie aus einem orbitalen Flug, dafür, oder rein wie aus einem orbitalen Flug, dafür kommen wir allerdings senkrecht rein. Das heißt, wir haben sehr kurze Wege zum Wasser letztlich. So, und wenn das irgendwie nicht klappen sollte, versuche ich mit Jebediah abzuspringen. Jetzt kommt erstmal der kurze Bremsweg. Hitzeschild. So, da wird nicht allzu viel sein. Und unser Fallschirm ist noch nicht safe, noch nicht safe, noch nicht safe. Kommen wir jetzt safe. Okay, Fallschirm ist safe, das heißt, das Pre-Deploy kann beginnen. Ich halte mich trotzdem bereit abzuspringen. Wir hatten bei 6 oder 7.000 Metern hatten wir den Pre-Deploy eingestellt. Wir sind über dem Wasser, das heißt, wir kriegen auch die korrekte Höhe oben angezeigt. Ansonsten könnt ihr übrigens immer hier gucken, Altitude Terrain, wenn ich mal über Terrain unterwegs bin. So, jetzt kommt der Vorschirm oder der Pre-Deploy erstmal. Der bremst nicht besonders viel, aber er bremst ein bisschen. Und auf 2000 Meter kommt der Full Deploy und dann wird es entweder deutlich langsamer oder wir werden uns hier ganz schnell aus der Kapsel verkrümmeln. 2000 Meter pro Sekunde, 2000 Meter Höhe und wir haben Full Deploy, der uns runterzieht auf. Nicht gerade eine grandiose Geschwindigkeit, aber wir können natürlich noch ein bisschen Gewicht abbauen. So, den Heatshield braucht nämlich keiner mehr jetzt. Okay, 8 Meter pro Sekunde sollte innerhalb der Impact Tolerance sein. Das ist immer noch relativ schnell, aber das sieht okay aus für mich. Und hallo DJ und auch dir natürlich willkommen und viel Spaß beim Zuschauen, auch wenn du spät dran bist. Auch wenn du spät dran bist. So, jetzt gucken wir mal. Das denkt, das klappt aber. Kann man hier überhaupt irgendwas sehen? Ah, guck mal da. Berge. So sieht das übrigens aus, wenn man so einen Kapselkopf über drin hängt. Was steht da? T-05, Liftoff successful, but a bit early. T plus 15, ich habe das Cockpit verlassen, um den Snack zu holen. Ja, Jebediah, danke. Ich weiß, warum du unser Testpilot bist, weil du einfach nichts anderes verdient hast als Strafe. So. 7,4 Meter pro Sekunde. Schwupp. Das sieht gut aus. Wir sind sauber im Splashdown. Das heißt, Testflug erfolgreich, wir können das so machen. Dann bauen wir da jetzt mal eine Rakete drunter, würde ich sagen, und schicken das zum Mond, um die Leute zu evakuieren. Das sieht gut aus. Das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Sehr, sehr, sehr gut. Mal gucken. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir da heute noch ankommen, aber ich habe mir zumindest mal in den Kopf gesetzt, dass wir noch losfliegen. Weil dann haben wir zumindest mal so die typischen Hausmeistertätigkeiten, die wir gerade haben, erledigt und wir haben Kopf und Zeit frei für die Duna-Mission. Da gibt es nämlich noch ein bisschen
Da gibt es nämlich noch ein bisschen was zu bauen, rovertechnisch. Und was bringt es mir, dich zu abonnieren, statt zu folgen? Also, soweit ich weiß, ich bin selber ein Twitch Prime-User, deshalb kann ich dir das nicht genau beantworten, weil ich das sonst nicht habe. Soweit ich weiß, kommt da immer Werbung. Die kann ich leider auch nicht ausschalten. Die wird dann weggeschaltet, bei meinem Kanal für dich. Und du kriegst ein tolles Smiley. Und ich sag Danke. Und du kriegst eine Apollo-Landung. Und dann hört die Liste der Dinge auf. Ja. Genau. Und natürlich das moralisch gute Gefühl und die innere Wärme, mich unterstützt zu haben. Genau. Aber ansonsten bleibt alles gleich, muss ich der Fairness halber sagen. So, ich baue jetzt aber meine Rakete weiter. Ich hoffe, ich habe das trotzdem gut beantworten können. Und warum evakuieren? Ja, erstens geht das. Was ist Essen oder? Nee, ich glaube, die Fuelzelle ist mittlerweile auch leer. Also uns gehen halt nach und nach die Ressourcen aus, Habitation ist irgendwann alle. Und ich werde diese Basis halt nicht wieder auffüllen, weil dafür haben wir ja die Moonbase Bravo gemacht. Die Moonbase Alpha haben wir in der frühen Tech-Phase benutzt, um erstmal, oder ich habe die für mich benutzt, um das Mod kennenzulernen, also das Colonization Mod. Und ja, was soll ich sagen? Die Moonbase Bravo ist halt besser geworden. Da steht jetzt ein Atomreaktor für die Mondnächte, den hatten wir damals noch nicht. Das war tatsächlich einfach noch nicht möglich. Und jetzt können wir halt die Mondnächte auch durchstehen, weil die sind halt hier auch 6 Tage lang und da gehen mir einfach auf der Moonbase Alpha immer der Strom aus und ich muss mit einer Fuelzelle arbeiten. Die Fuelzelle wiederum verbraucht natürlich Oxygen und Hydrogen und naja, also Sauerstoff und Wasserstoff und da ist irgendwann mal der Tank alle. Hilft ja nichts, ne? So. Ihr müsst meinen Alk und meinen Kaffee bezahlen. Genau, das ist auch nochmal eine schöne Zusammenfassung. Wenn ihr es nicht tut, seht ihr mich hier irgendwann nüchtern oder ohne Kaffee sitzen. Und ganz, glaubt mir ganz ehrlich, das wollt ihr auch nicht. Das will keiner. So, müssen wir jetzt echt alles hochskalieren bis zum geht nicht mehr? Wahrscheinlich müssen wir das, richtig? Wahrscheinlich müssen wir das. Lässt sich vermutlich nicht vermeiden. Das sieht aber kacke aus. Ah, man kann die Engine auch entsprechend skalieren. Wird dann aber auch entsprechend schwerer. Wird die auch leistungsfähiger? Ja, wird sie. Ja. Na gut. Interessant, aber dann ist das optisch jetzt halt mal so. Fairing könnte problematisch werden, weil man die nicht skalieren kann. Ja, das wird nicht funktionieren. Oh, obwohl, doch, von der Breite her geht's sogar. Wird aber richtig scheiße aussehen. Kann ich jetzt schon mal sagen. So, ich probiere mal, das hier so ein bisschen hochzuziehen. Bisschen breiter muss es sein, leider. So. 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 Schwupp. Das ist unser Moon Return Craft. Und dann, wisst ihr was, dann baue ich jetzt darunter einfach normal weiter. Wiegt ja auch nur 28 Tonnen. Hust, hust. Dieser blöde Stöpsel, ey. Wir nehmen einen Mainsail. Einfach nur, damit wir ordentlich Druck haben. Das sieht auch ganz gut aus. Da können wir ehrlich gesagt auch noch ein bisschen mehr Sprit mitnehmen. Dann müssen wir nicht so viel anderen Kram machen. Zack. So, damit haben wir dann. Ein bisschen. Ich glaube, das mache ich mit Flüssigboostern wieder. So, wir nehmen uns. Warum leckt das heute so? Ich glaube, das Spiel möchte bald Feierabend machen. Kann es auch bald, aber. Spiele ich auf hart? Nee, ich glaube, in dem Fall hier bei Hardcore Colonization spiele ich auf. Nee, doch, es ist hart mit. Muss man die erste Folge gucken? Mit angepasstem Geldsetting oder sowas, weil ich gesagt habe, ich will das Geld diesmal nicht zu so einem Riesenproblem machen.
Weil es ja darum geht zu kolonisieren und Kolonisation halt einfach teuer ist. Aber muss man in der ersten Folge gucken, da sieht man, glaube ich, die Einstellung. Beziehungsweise ich kann, glaube ich, auch hier in die Settings irgendwie reinklicken, oder? Da sieht man die auch. Ah, hier jetzt gerade nicht. Kann ich das nächste Mal machen, wenn ich im KSC bin. Dann können wir mal schauen. Ich glaube, es ist auf Hart basierend und ich habe irgendwas mit dem Geld umgefrickelt. Wie gesagt, ich kann mal reingucken, wenn ich im KSC bin. Jetzt gerade ist schlecht. So, Fuelpipe. Zack, zack, zack. Dann wollen wir das noch autostrutten. Und den Kram hier oben wollen wir ganz sicher auch autostrutten. Einfach nur, um sicher zu gehen. So. Und dann wollen wir noch ein paar Flügelchen ranbauen. Dann haben wir 6892 Delta V. Davon haben wir 2200 und ein paar gequetschte, also Runde 2000, in der ersten Stage. Das bringt uns sauber aus der Atmosphäre raus. Dann werfen die ab und haben nochmal 2000 und ein bisschen in der Main Stage. Das bringt uns in den Orbit und wahrscheinlich auch auf den Anfang des Transfers. Und dann haben wir nochmal Rest vom Transfer. Sagen wir mal, das wären dann noch so 600 sein. Dann nochmal 200 für den Orbit einbremsen. Sind wir bei 800, 640 zum Landen, 640 wieder rauf. Sind wir bei ungefähr 2000. Haben wir nochmal 300 Delta-V. Ja, wird schon irgendwie klappen. Um und bei über den Daumen gepeilt, haut das hin mit. Mit hin und zurückfliegen, wenn ich es nicht zu sehr vertüdel. So. Jetzt müssen wir da gleich nur noch oben Essen ranschrauben, ist mir eingefallen. Und Strom. Hat wahrscheinlich auch schon die Hälfte von euch geschrieben. Nee, keiner. Genau. Alles gut. Ey, ich habe mal selber an was gedacht. Ich habe selber an was gedacht. Chitong! Danke für dein Follow. Willkommen bei den Kobonauten und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wir brauchen jetzt Essen. Ich würde mal sagen, ich nehme sage und schreibe zwei Mini-Packs mit, weil ich ein großzügiger Raumfahrtprogrammsleiter bin. Zack. Und ich denke, ähnlich großzügig werde ich mit Strom umgehen. Ich werde einige von den billigsten und kleinsten Solarpaneelen nehmen, die ich im Keller finden konnte. Und diese großzügig auf dem Schiff verteilen. Allerdings nur aus versicherungstechnischen Gründen. So. Zack. Oh, wo ist diese Kamera? Ich habe irgendwo eine Kamera gesehen. Kamera. Woher kommt die? Achso, das ist für einen Rover. Schade. Na gut. Alleinstehend wäre die cool gewesen. Notfall-RCS am Pod, bitte. Ich dachte, das sind da RCS-Auslasslöcher. Ich muss mir den Pod nochmal genau angucken. Ich dachte, das Ding hat schon RCS. Ich baue sicherheitshalber welche ran. Man weiß ja nie. Man weiß es ja nie. So. Das sollten wir dann nicht machen. Machen wir es so. So, so. So, zack. Gut. Gut, gut, gut. Nee, die Kamera nehme ich. Muss man wie letzte Woche nochmal erwähnen, woran die Rakete vom Aussehen her erinnert? Ich hoffe nicht. Die Rakete erinnert mich vom Aussehen her an eine Rakete. Meinst du jetzt eine Ariane oder sowas? Oh Gott, hier hat sich schon wieder alles reingeschummelt, was geht. So, wen nehmen wir denn heute als Piloten? Ich sehe gerade, ich habe offensichtlich. Oh wow, sind die jetzt alle hier geblieben? Ich habe einen Haufen Touristen rumsitzen. Das ist witzig. Ich kann die zu Abonnenten-Touristen machen. Dann kann ich euch einfach auch ohne Missionen irgendwo hinfliegen. Ist das nicht total toll? Das sind scheinbar die überlebenden Touristen, wurden nicht mehr abgeholt, weil.
Weil wegen ist so. Aber ich könnte tatsächlich gucken, ob es. Ah, nicht die KSP, die AG, bitte zu. Bitte nicht. Ich könnte gucken, ob wir noch eine Mission mit Touris kriegen. So, Piloten wollte ich aber eigentlich aussuchen. Ich glaube, ich habe nur einen gesehen, nachdem ich Fischkopf so erfolgreich umgebracht habe. Habe ich momentan zur Verfügung den Luis, oder? Meinen alten Mond-Super-Erfahrungspiloten. Da wird der Luis Kerman jetzt wohl einspringen müssen, ob es ihm gefällt oder nicht. So, jetzt schauen wir mal. Da konnte ich neue Missionen annehmen. Offered. Tourist, Northern Mountain Impact Crater, Hotel Space Camp. Minmus mit vier Touristen. Multimoon Flyby. Ne, ist gerade. Nee, will gerade keiner auf dem Mond landen, wenn ich das richtig sehe.